Ja, dann schauen wir mal. Das ist mein erster Versuch, hier ein Video zu sehen. Das hier ist meine schwarze Creme. Eine schwarze Tomate, die hat irgendwie vor ein paar Wochen das Wachsen aufgehört. Aber die Früchte werden reif. Ich versuche mal das Ganze. Ja, das sollte man ein bisschen sehen. Dass sie also durchaus reift. Also die Pflanze ist anscheinend noch intakt. Hier ist der Ableger. Der hat das Umtopfen, das Umpflanzen noch nicht so ganz verkraftet. Aber ist halb so wild. Der wird schon wieder. Der richtet sich demnächst schon wieder auf. Hier sind meine Superschmelz-Kohlrabi. Ja, die müssten so um die 1300 Gramm wiegen, die großen. Ursprünglich habe ich hier auch noch Karotten ausgesät, aber ja, die wurden von den Kohlrabi einfach überwuchert. Wie ihr sehen könnt, da sind auch noch kleinere Kohlrabi-Exemplare. Die befinden sich aber noch im Wachstum. Die haben einen kleinen Umpflanzschock bekommen. Hier übrigens einfach nur ein paar Rosen. Auch ganz hübsch. Und hier ist meine Ecke für die Salate und ähnliches. Hier seht ihr einen Lollo Rosso, einen Lollo Bianco, einen Eisbergsalat. Und weiß der Geier, was das da hinten wird. Das da ist auf jeden Fall ein Pflücksalat, nämlich ein Eichblattsalat. Hier, der hier. Dann machen wir mal hier weiter. Ich weiß, hier ist ziemlich viel Unkraut in der Ecke. Aber es ist mir egal. Es gehört halt dazu. Und diese Art von Unkraut nennt sich Franzosenkraut. Schmeckt sehr lecker als Suppe, als Salat und wie Spinat zubereitet. Zumindest die etwas jüngeren Blätter. Hier ist eine Nachzüglerin. Da habe ich Saatgut für Tomaten zum Ge Geburtstag geschenkt bekommen. Habe ich dann natürlich noch ausgesät im Mai. Mal schauen, ob ich davon noch was ernten kann. Zum Gewächshaus kommen wir gleich nochmal. Aber vorher schauen wir mal hier. Hier ist auch noch so ein Tomaten-Nachzügler. Und ja, da habe ich allerdings eher weniger Hoffnung, weil der steht im Schatten von den Rosen. So, neben dem Gewächshaus finden wir wunderschöne Apfelbäume. Und das hier ist ein Boskop, ein sehr schmackhafter Herbst- bzw. Winterapfel. Und daneben ist ebenfalls als Spalier ein Sommerapfel. Den wird man Ende des Monats ernten können. Leider hat er vom letzten Hagel einen leichten Schlag wegbekommen. Zumindest einige von den Früchten haben einen Schlag wegbekommen durch den Hagel. Hier sind meine Kartoffeln. Auch hier weit verbreitet. Das Unkraut, das Franzosenkraut. Hier ist so das erste Highlight, nämlich eine runde Zucchini. Die Sorte nennt sich 8 Ball. Hier ist auch eins meiner Schätzchen. Nämlich noch eine Zucchini. Das ist eine Zucchini Terminator. Von dem Ding habe ich inzwischen 7 Stück geerntet und es nimmt einfach kein Ende. Die Pflanze produziert und produziert und produziert unermüdlich. Hier, ja, mein Mais. Mein Mais ist allerdings ein F1-Hybrid. Ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber mir ist es egal. Ich habe mit der Sorte Tatonka F1
hervorragende Resultate erzielt in der Vergangenheit. Und ja, das ist einfach meine Lieblingssorte, auch vom Geschmack her. Und von der Optik, vor allem vom Geschmack her und auch wegen der Optik, weil der bildet schöne große Kolben aus. Ich zeig mal einen. Also wirklich richtig schöne, dicke, große Dinger mit richtig dicken Körnern. Und ja, also Mais läuft. Hier ist mein Problemkind, nämlich ein Butternut, der einfach keine weiblichen Blüten kriegen will. Oh, doch, da ist ta tatsächlich mal was Weibliches dran. Das könnte mein erster Butternut werden. Leute, drückt mir die Daumen. Das Problemkind wurde zum. ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das nennen soll. Yves Rimy so. Hier ist das mein Sweet Jack. Ein sehr schmackhafter Kürbis, den ich immer für Kuchen und Kekse verwende. Natürlich kann man da auch mal Marmeladen und Suppen draus machen, aber dafür wäre der Kürbis einfach zu schade. Hier ist noch ein Zucchini-Nachzügler. Das ist eine zweite 8-Ball-Zucchini. Da vorne gibt es etwas für. Ja, gut, bevor wir da vorne hinschauen, schauen wir kurz dieses Pflänzchen an. Das ist ein Jack-O-Lantern-Kürbis. Also ein traditioneller amerikanischer Halloween-Kürbis. Aber der wächst auch irgendwie nicht vom Fleck weg. Hat jetzt zwar Ranken gebildet, aber ich habe da keine größere Hoffnung mehr, dass da noch was entsteht. Diese Pflanze hier habe ich aus meinem Hochbeet geholt, aber sie. Hier, diese Pflanze hier habe ich aus meinem Hochbeet geholt, wo die Kohlrabi drin sind. Ich nehme an, dass es ein Butternut ist, aber wächst auch nicht mehr vom Fleck weg. Ich habe im Mai umgesiedelt und ja, ihr seht ja, die Größe ist lächerlich. Ja, das sind meine beiden Feuerschalen für mein Outdoor-Cooking. Hier seht ihr noch eine Zucchini. Das ist die Sorte Baby Bashmallow. Verdammt lecker. Ganz einfach von den anderen Zucchini zu unterscheiden durch die hellen Streifen zwischen dem Dunkelgrün. Hier seht ihr ein paar Auswüchse vom Sweet Jack F1. Ja, auch der Sweet Jack ein F1 Hybrid. Und hier seht ihr schon einen richtig, richtig dicken Kürbis. Die färben noch von grün nach orange ab. Und wenn der Stiel holzig ist, wie bei den anderen Sorten auch, dann ist gut. So, hier sind meine Stangenbohnen, die am Mais hochwachsen. Wie ihr seht, klappt das eigentlich ganz gut. Ja, hier und da wachsen sie dahin, wo sie hin wollen. Aber im Großen und Ganzen, hier, da, da sind sie schon da oben angekommen. Also klappt wieder super. Den Mais als Stütze für die Stangenbohnen zu nutzen. Ganz im Gegensatz dazu sieht man hier die Buschbohnen, die wirken regelrecht mickrig. Da hängen zwar so zwei, drei Böhnchen dran, sogar vier Böhnchen an dem kleinen Ding, aber die Pflanze, die ist ja lächerlich. Die Pflanzen sind alle dem Schneckenfraß zum Opfer gefallen und haben sich davon einfach auch nicht mehr erholt. Genau wie dieser Hokkaido-Kürbis. Ich habe mal drin gelassen, sollen sich die Schnecken dran gütlich tun. Der wurde komplett niedergefressen. Bis auf dieses eine Blatt. Oh, gibt es hier außen sonst noch irgendwas Spannendes? Ja.
Ich habe hier hinten noch eine Maissorte ausgesät. Die nennt sich Golden Nugget oder Sweet Nugget oder so ähnlich. Da ist allerdings nur eine einzige Pflanze gekeimt. Also von daher, und sie ist auch noch relativ mickrig. Hier ist es einfach zu schattig. Das muss man so sehen, wie es ist. Da ist es einfach wirklich zu schattig. Hier seht ihr was Besonderes, nämlich meine Flügel, ein Exemplar meiner Flügelbohne. Das ist jetzt gar nicht das Größte. Die haben jetzt wochenlang Wachstumsstillstand gehabt, aber jetzt geben sie so richtig Gas. Hier sieht man, wie sie am Obelisken hochranken. Also, vielleicht kann ich doch Flügelbohnen ernten. Man wird sehen. Drei Pflanzen sind es an der Zahl. Hier ist übrigens mein Grünstreifen, wo alles so wachsen und wuchern kann, wie es beliebt. Dazwischen sind meine Heidelbeeren. Aber naja, die haben seit 2 Jahren keine Früchte mehr getragen, wahrscheinlich wegen dem Unkraut. Da hinten in dem Eck wächst im Frühjahr Bärlauch. Und den kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen, weil den habe ich schon im Frühjahr verarbeitet. Also hier Grünstreifen, da freuen sich die Insekten. Mein unbewohntes Insektenhotel. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich hoffe, dass es unbewohnt ist. Und ja, hier ist noch eine Ranke vom Sweet Jack, aber die fällt jetzt eher weniger ins Gewicht. Ist jetzt auch nicht sehr interessant. Ein bisschen Rasen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Und jetzt schauen wir mal rein ins Gewächshaus. Was gleich als erstes ins Auge fällt, sind die riesigen Kidneybohnen, die ich bereits im März ausgesät hatte. Die werden auch nicht geerntet, sondern die werden einfach so lange dran gelassen, bis die Hülsen trocknen und getrocknet sind. Das dürfte für ein, zweimal Chili reichen. So, hier sind Cocktailtomaten, habe ich von meinen Kollegen und Kolleginnen geschenkt bekommen zum Geburtstag. Die Pflanze trägt inzwischen zum zweiten Mal. Hier dieses Pflänzchen mit Snack-Paprika. Auch ein Geschenk meiner Kollegen und Kolleginnen, trägt auch schon zum zweiten Mal. Finde ich tierisch abgefahren, dass die so oft tragen. Oder besser gesagt trägt. Hier diese Paprikapflanzen. Eigentlich auch ein Geschenk meiner Kollegen und Kolleginnen. Allerdings habe ich zu spät gemerkt, dass ich eine Stütze brauche für die Paprika. Und da sind sie mir komplett weggefault, weil sie zu lange auf dem Boden lagen. Ja, man kennt es ja so ein bisschen. Ich hoffe, ich denke mal, ihr habt auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Man lernt nie aus. Man wird so alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Hier sind meine Buschtomaten. Da muss ich jetzt einfach mal ein bisschen. Ja, also hier. Man sieht auch, dass da was wächst und gedeiht. Und die Pflanzen, die werden immer riesiger. Meine Schlangengurken, da habe ich jetzt gestern die erste geerntet. Die nächsten sind schon im Anschlag. Die hier kann ich in den nächsten Tagen abmachen. Diese hier. Und dann muss irgendwo noch eine liegen. Hängen, meine ich, nicht liegen. Ich finde sie gerade nicht. Die war gestern auf jeden Fall noch da. Ihr seht da Knochenlöcher, Gurken. Sicher die eine oder andere wird auch braun, weil sie nicht bestäubt wird, aber bei der schieren Menge ist es egal. Ach, da unten drunter. Da ist sie ja.
wie gesagt, morgen oder übermorgen kann ich die Gurken abmachen, die zwei. Hier sind meine Auberginen. Ich habe gesagt, wenn die dieses Jahr wieder nichts werden, dann versuche ich nächstes Jahr nicht mit Auberginen, sondern mit Omaschinen. Ja, die Auberginen. Bei den normalen Auberginen habe ich ein bisschen was dranhängen, zum Beispiel diese hier oder auch diese hier. Die sind ganz ordentlich, die werde ich irgendwann demnächst abmachen können. Bei den Mini-Auberginen, die hadern noch ein bisschen mit mir, die ärgern mich noch. Ja, das Besondere an diesen Schlangengurken ist, dass ich die erst Ende April versuchsweise direkt ins Freiland gesät habe. So, nochmal vorbei am Salat und an den Soßen und am Kohlrabi, an den Tomaten. Ich habe hier vergessen, den Wasserhahn abzudrehen. Gerade erledigt. Wir gehen jetzt mal eben durch die Garage in den Vorgarten. Hier meine Stammgrillkohle. Ja, da gibt es gleich ein paar Kennzeichen zu sehen, die werden zensiert. So, hier ist weißer Zierlauch. Den finde ich einfach super geil. Sieht super geil aus. Und ja, hier ist mein Kürbismeer. Das Kürbismeer deswegen, weil es im Prinzip eine geschlossene Decke ist. Das hier sind meine Partisan-Kürbisse. Hier, da sieht man einen, der kommt. Da sind noch mehr Partisanen. Noch mehr Partisanen. Oder wenn ihr die Mehrzahl von Partisanen wisst, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Hier sind noch jede Menge Jungblüten. Weibliche Blüten. Wir gehen jetzt mal kurz auf die Straße, auf den Gehweg. Dann zeige ich euch den größten, der hier bis jetzt liegt. Ja, der da hinten ist es. Und da liegen insgesamt 3-4 Stück drin, die bereits wachsen. Also es könnte ein sehr gutes Kürbisjahr werden. Hier ein kleines Blumenbeet als kleine Anlockstation für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und so weiter. Hier ist blauer Zierlauch. Der wird demnächst auch aufplatzen und in Blüte gehen, so wie der Weiße. Dahinter stand letztes Jahr Wirsing und da lasse ich jetzt dieses Jahr einfach auch wachsen. Wachsen, was will und wie es will. Und ich habe hier, also wenn jemand von euch Wirsingsamen braucht, ich verschenke Wirsingsamen. Einfach in das eine die Kommentare, ich gebe euch dann meine Adresse zum Abholen. Da hinten noch mehr Wirsingsamenstränge. Und ja, das wollte ich schon lange mal sagen. Wenn euch das kurze Video gefallen hat, dann schreibt's in die Kommentare. hier liegt übrigens ein Football. Das finde ich sehr spannend, weil Football habe ich eigentlich gar keine angepflanzt oder ausgesät.
Ich meine, das wird ein Atlantic Giant. Was ich im Augenblick noch vermisse, sind weibliche Blüten von meinem Muskatkürbis. Alle anderen sind mir eigentlich relativ egal, weil ich vor allem vom gelben Zentner drei oder vier Pflanzen drin habe und vom Atlantic Giant auch drei, vier Pflanzen. Schauen wir mal, was da draus wird. Aus dem Ganzen. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schreibt's in die Kommentare. Wir gehen wieder durch die Garage und beenden den Rundgang bei meinem Holzvorrat. Ich mache ja sehr viel Outdoor-Cooking und da geht immer eine Menge Holz drauf und deswegen besorge ich mir diese Einwegpaletten, weil die einfach billig sind. Um genau zu sein, gratis. Und ja, die zerlege ich dann mit einer Kreissäge. Mit einer Handkreissäge und ja, von einer Palette kann ich ungefähr 5-6 Mal kochen. Von dem Holz einer Palette. Mit dem guten alten Dutch Oven.